Servus Leute, willkommen zurück zu Banjo-Kazooie. Im letzten Part sind wir von der heißen Wüste in die Eiswüste gekommen und wir machen jetzt hier gleich weiter. Wir sind die Twinklies. Beschützt uns auf dem Weg zum Baum vor den Lichtfressern. Dann können wir den Baum beleuchten. Ja, die Lichtfresser sind diese Teile hier. Ey, du Penner! Super lecker! Nein! Kann ich die so töten? Ja, kann ich. Ey. So schlecht habe ich bisher noch nie abgeschnitten, ganz im Ernst. Penner. Jetzt versuche ich es mal so. Nein! Ey. Hat das erwischt? Lass das! Nein! Ey, so schlecht war ich bisher noch nie. Ansonsten easy going hier, aber heute... Hör auf, das zu fressen, du Penner. So, normalerweise mache ich das immer mit Stampfattacke. Aber jetzt... Ne! Lass ja deine Zähne bei dir. Nein, Double-Fressung. Ich glaube, ich habe verloren. Ja, zum allerersten Mal habe ich dieses Spiel oder was das ist verloren. Fuck. Leckere Lichter hier. Probier es noch einmal, Bär. Wir haben Hunger, Hunger, Hunger. Okay, die habe ich noch nie gehört. Also diesen Text, das war das erste Mal, dass ich ihn gerade gelesen habe. Komm, gebt euch dieses Mal mehr Mühe, ja? Es geht los. Kaum zu glauben, ich habe das erste Mal... Fuck it! Blöder Sack! Lass ja deine Zähne bei dir. Glaub's nicht, ich habe dieses Spiel zum ersten Mal, seitdem ich Banjo-Kazooie kenne, verloren. Also nicht auf Anhieb geschafft. Lässt du das? Und du auch. So, jetzt mache ich euch kalt, ihr blöden Lichtfresser. Schnell, danke. Hör auf zu fressen. Du auch. So, sieht doch jetzt wesentlich besser aus hier. So, ich mache euch alle. So, habt ihr davon. So. Puh, ziemlich knapp, aber es hat ja geklappt. Jetzt müsst ihr nur noch den Schalter finden. Ja, der Eisblock da hinten, der geht mir... Warum verballe ich alle Eier? Bin ich dumm? Na egal, jetzt habe ich sowieso nicht mehr Acht. Ey! So. Ich trottel. Ich... Oh. Ja. Sammelt das Ei ein. Und das da auch noch, solange du noch frierst. Gut. Ich bin so ein Idiot. Ganz im Ernst, Leute. Boah, bin ich dumm. Ja! Hurra, findet den Stern und ihr werdet belohnt. Beeilung ist angesagt. Ja, ich glaube, ich muss dreimal durch den Stern fliegen. Und ich bräuchte dringend mal neue Eier hier. Ich habe, glaube ich, nur mehr ein einziges. So, da oben ist der Stern. Federn habe ich auch kaum noch. Oh Mann, ich bin so am Arsch mit allem. Flieg durch! Danke. So. Umdrehen, drehen, drehen, drehen. Fronte Lucky Luke. So, die Knöpfe da. Ja, das müssen wir auch noch erledigen. Ah, so herrliche Weihnachtsstimmung hier alles. Was überhaupt nicht zum Wetter zurzeit passt, weil...
Wir haben immerhin Sommer, zumindest zu dem Zeitpunkt, wo ich das aufnehme, ist Sommer. Flieg da rein. Danke. Ne, das will ich doch haben. So. Ich kann Bock haben. Da sieht man schon was. Hallo. Was? Ich kann euch nicht boxen? Ne, das will ich doch haben. Danke. Ich bin ein Geschenk. Ich mache traurige Bären glücklich. Wo ist das andere? Die andere Termite? Oh, die überrascht mich so. Scheiß Viech. Ich wollte Lebensenergie sammeln. Oh. Naja, lassen wir das jetzt. Denn das Problem ist, ich darf hier nicht K.O. gehen, sonst war alles umsonst. Oh, mehr Noten als ich dachte. Obwohl ich dieses Spiel eigentlich recht gut kenne. So, rote Federn brauche ich zur Zeit nicht, danke, aber Eier. Ganz wichtig, Eier. Dich bekomme ich. Nein. Ich dachte, ich fall runter, das wär's dann. Ich darf hier nicht runterfallen, sonst bin ich tot. So wenig Lebensenergie, wie ich noch habe. Ja, ganz langsam runterklettern. Normalerweise springe ich... Obwohl. Lass los. So, normalerweise mache ich das immer so. Okay, was jetzt wichtig ist, ich brauche Lebensenergie. Das Teil da oben kommt jetzt wie gerufen. Ich verstecke mich hier. Weil dieser Slash, der geht mir auf den Sack. Meine Nase juckt. Mist, ich werde bald niesen. Wie viele Dingens habe ich überhaupt? Federn? 20. Reicht hoffentlich. So, ich fliege erstmal weg hier, um ein bisschen an Höhe zu verlieren. So. Jetzt komm her. Du gehst mir auf die Nüsse, Alter! Unten sieht man noch Lebensenergie. Vielleicht sollte ich die zuerst einsacken, bevor ich den da oben jetzt fertig mache. Treffer. Das war überfällig. Ach so, ja, gut. Das hatte ich vergessen, dass man das machen muss. Ich wollte es eigentlich nur machen, damit ich die Teile loswerde. Hatte ich jetzt gar nicht mehr auf den Schirm, dass man das wirklich machen muss. Cool. Gehe ich systematisch vor. Lass mich überlegen. Ja, ich werde systematisch vorgehen und die Kamera ist nicht gerade auf meiner Seite. Nein. Nein! Ja. Das heißt, ich werde im Kreis gehen und alles abklappern. Die Hexenplatte werde ich auch aktivieren. Gleich jetzt nämlich. Da komme ich nicht mal mit so einem fetten Jump rüber. Wenigstens habe ich nichts mehr, was mich jetzt nervt. So. Nächster Plan ist... Wieder darüber kommen. Jetzt schaffe ich den Sprung auf einmal, okay. Ich brauche rote Federn, ich brauche Eier, ich brauche Noten, ich brauche alles. Ich brauche Geld. Vor allem im Real Life brauche ich Geld. Aber nun gut. Oder noch besser eine Arbeit, aber bei der Arbeitslosigkeit heutzutage ist das schwer. So, da war auch so ein Sir Slush-Typi. Ich keinen Bock haben. So, dann gehe ich hier hoch und toll, Kamera. Zum Glück kann man mit R die Kamera hinter sich bringen, das erleichtert vieles. Da ist noch so ein Mumbo-Schädel. Übrigens, die Mumbo-Schädel zählen nicht zu den 100%. Aber ich werde
Puh, jetzt kann sich Wurzel wieder raustrauen. Hallo. Hihi, ein böser Bär. Lass mich rein. Ja, Wurzel will nichts von uns. Der findet uns hässlich. Also die Mumbo-Schädel zählen nicht zu den 100%. Das heißt, ich werde auch keine, also nicht alle Mumbo-Schädel sammeln. Vielleicht finde ich doch alle durch Zufall, aber so wirklich danach gucken werde ich nicht, nur die, die ich brauche. So, goldene Feder, Leben. Ja. Noch eine goldene Feder. Ja, ich häng fest, danke. Komisch, obwohl das nur 20 Minuten Parts sind, komme ich eigentlich recht weit in diesem Let's Play, was wohl eher daran liegt, dass ich dieses Spiel sehr gut kenne und ganz genau weiß, was ich wo und wann machen muss. Ich kann Bock haben. Denn wenn dem nicht so wäre, dann wäre ich jetzt keine Ahnung wo. Auf jeden Fall nicht so weit. Wenn dieses Spiel tatsächlich blind wäre, aber dieses Spiel ist nicht blind, ich kenne es. Wie schon so oft gesagt, nochmal, ich kann Bock haben. Ja, jetzt haben wir den Schneemann auch, das heißt, wir werden, obwohl wir haben den Schneemann mit ein bisschen. Habe ich Lebensenergie? Lass mich in Ruhe, Eiswürfel. Ich gebe dich nicht in meinen Cocktail, also. Obwohl ich nicht weiß, ob mein Eiswürfel überhaupt den Cocktail reingibt. Weil ich trinke keine Cocktails. Ich bin Antialkoholiker. Also, müsst ihr mir sagen, ob Eiswürfel in einen Cocktail reingehören oder nicht. Ey. Ja, da sieht man die roten Federn nur schwer. Weil, die tarnen sich. Es ist so Tarnfarbe. Fast schon. Ey, danke. Die Note, danke. Ja, dieser Schal, da bekommen wir eine ganze Menge Noten geschenkt. Wir sind jetzt schon auf fast 70. Nämlich jetzt 70. So. Haben wir das erledigt? Da steht ein Schlitten. Das werde ich gleich mal machen. Komme ich da einfach so rüber? Ja, komme ich. Ihr müsst wissen, eigentlich fliege ich auf diesem Besen immer rauf, deswegen. So, die Knöpfe waren auch noch. Ja, hier muss man viel mit der Flugplatte machen. Nein, ich will doch nur da hoch. Ihr seht schon, da steht ein Schlitten, den werde ich noch nicht benutzen. Noch nicht. Ich werde zuerst hier auf die Pfeife gehen. In die Pfeife! Da haut mich jemand in die Pfanne. Ne, vielmehr in die Pfeife. So. Da oben hat man wieder schon was gesehen, ein Geschenk. So. Ist das eine Flugplatte? Ja, das ist sogar eine Flugplatte. Ich hätte mich zuerst umdrehen sollen. Mist. Okay, da oben war das Puzzleteil. Du kannst mich mal, du Eiswürfel. Ja, sich hier zu bewegen ist etwas schwer, weil man rutscht wegen dem Schnee. Okay, erst 3 Puzzleteile. Es ist eigentlich recht wenig. Ich hätte schon mehr haben können. Aber ich habe verhältnismäßig viele Noten. Und werde auch ganz langsam hier weitere Noten sammeln. Denn ich will nicht riskieren, hier runterzufallen und nochmal hochfliegen zu müssen. Komm, 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 komm. Danke. Denn wenn ich hier nochmal hochfliegen muss, dann war alles für die Katzen. Komm her, danke. War da noch eine? Ja. Ja. Gut, dann gehe ich mal einen Stockwerk runter und werde ein paar Eier sammeln. Weil wir haben nicht besonders viele. Und Eier sind nützlich, die kann man immer mal wieder brauchen.
Und irgendwie habe ich Probleme, mich selber zu verstehen, weil ich den Sound so laut habe, dass ich mich selber kaum höre. Das gefällt mir nicht so gut. Moment. Na, komm her. So, jetzt höre ich mich besser. Das heißt, wir machen jetzt das hier, der Schlitten. Einfach so, gnadenlos. Oh, das tut gut. Hey, ihr habt meinen Schlitten gefunden. Ich trainiere für das große Rennen. Wir sehen uns, Freunde. Ja, das besagte große Rennen, was er meint, das ist einer der Stellen, die mich damals diese Level so schlecht in Erinnerung behielten, weil dieses große Rennen ist nicht leicht. Also ich meine es ernst, das ist wirklich nicht leicht. Hallo! Hey Freunde, niemand will gegen mich antreten. Wir hauen dich in die Pfanne, Bärchen! Sorry, ihr passt nicht auf den Schlitten. Ich fahre nur gegen einen kleineren Gegner. Ja, was meint er damit? Wir müssen uns von Mumbo verwandeln lassen. Dann sind wir natürlich kleiner und dann können die auch auf den Schlitten gehen. Ganz einfache Logik. Und genau das ist auch der Coup dahinter. Da oben ist noch eine Flugplatte. Denn man... Jinjo! Jinjo! Sind die anderen noch schnell? Wenn ich jetzt wüsste, wo die anderen wären. Ich habe aktuell jetzt keine Ahnung, wo die anderen Jinjos sind, aber die werde ich bestimmt noch finden. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. So, holen wir das, holen wir das. Da hinten ist Mumbo. Mumbos Haus. Mumbo in der Haus. Bum, bum, bum. Aber da komme ich nicht einfach so durch. Ich weiß, irgendwo gibt es Gummistiefel, aber ich bin jetzt wirklich zu faul, die zu suchen. Moment, hier war doch was auf Mumbos Hütte, oder? Oder habe ich gerade einen Denkfehler? Achso, ein Leben. Ne, Leben will ich nicht. Noch nicht. Später vielleicht. Hallo! Ich habe schon gehört, der Jinjo. Das war falsch. Denn ich habe mich schon gefragt, wo der Gelbe ist, weil ich nicht mehr in Erinnerung hatte, wo der Gelbe Jinjo ist. Den anderen weiß ich natürlich. Oh, fast perfekt. So, verwandle mich. Nun, was bloß? Ugada! Banjo jetzt ganz dick und große Zähne haben. Oh, oh, oh. Ich bin ja auch ein Walross. Und natürlich, ein Walross mit seiner dicken Haut kann im Eiswasser überleben. Und es gab mal so eine Serie, die hieß, die hatte verschiedene Namen. Duell der Tiere, Kampf der Tiermaschinen, die hatte mehrere Namen, die Serie. Und da waren so, wenn sich zwei Tiere im wahren Leben gegenübertreten, wer dann gewinnen würde, so zum Beispiel Wolf gegen Puma oder Walross gegen Eisbär oder Krokodil gegen Löwe. Was dann passieren würde, wer gewinnen würde. Und bei Walross gegen Eisbär hätte das Walross gewonnen, was ich schade finde, denn ich hatte für den Eisbär gezählt. Wolf gegen Puma hätte der Puma gewonnen, was ich auch schade finde, weil der Wolf zählt natürlich zu meinen absoluten Lieblingstieren. Genauso wie der Hund. Weil Hunde sind cool, Hunde sind krass cool und so. Oh, bring mich zu den Kleinen. Ich bin das letzte Geschenk. Dann gab es noch Riesenkalmar gegen Pottwal, glaube ich. Das hat die Folge habe ich selber nicht gesehen. Gorilla gegen Jaguar. Elefant gegen Nashorn. Hallo. Wow, noch ein Walross. Nimm das. Aber nimm dich in Acht vor dem stinkenden Bären und dem doofen Vogel. Wenn der wüsste. Ja, und da gab es immer so verschiedene. Zuerst die Analyse, was
kann das Tier, was sind seine Stärken, was für zusätzliche Hilfefunktionen hätte es. Zum Beispiel beim Puma wäre es die Krallen, beim Wolf wäre es das Rudel. Allerdings ist er nur 1 gegen 1 ausgerichtet. Das heißt, dass das Rudel des Wolfs nicht so wirklich mitzählt. Was ich auch schon unfair finde, denn der Wolf ist nun mal ein Rudeltier. Es kann natürlich sein, dass auch ein Wolf einzeln unterwegs ist, aber trotzdem. Ich finde, es ist einfach nur dumm analysiert, so Puma gegen Wolf, denn ansonsten hätte der Wolf zu 100% gewonnen. Denn, mal ganz im Ernst, ein Puma kann es nicht mit einem kompletten Wolfsrudel aufnehmen, das ist absolut unmöglich. Die zerfetzen den Puma ja, der hat null Chance. Nun gut, ich sehe schon wieder, das Video ist am Ende seiner Zeit angelangt. Das heißt, ich werde noch wohin gehen. Was mir auffällt, wir haben ziemlich wenig Puzzleteile hier schon. Moment. Eins bekomme ich da, eins bekomme ich da, eins durch die Jinjos, eins durch die Knöpfe und würde dann immer noch eines fehlen. Scheiße. Wo wäre das letzte Puzzleteil dann? Lass mich überlegen. Eins bekomme ich, wenn ich die Knöpfe einschlage. Eins, wenn ich das Rennen mache mit dem Walross. Ich glaube, eins bekomme ich noch, wenn ich das Rennen mit Banjo und Kazooie mache. Dann eins bekomme ich durch die Jinjos, wären 4. Und die Geschenke der Bären, wären 5. Okay. Alles klar, dann wisst ihr ja jetzt schon, was wir im nächsten Part erledigen werden. Ich muss jetzt nur gucken, wo war denn der? Der Bär, der fette Bär, da ist er. Hallo Bär. Kollege Walross, Lust auf ein Rennen? Dann hüpf auf den Schlitten. Okay, ich würde mal sagen, hier beende ich den Part von Banjo-Kazooie. Im nächsten Part, der könnte eventuell frustrierend werden, vielleicht. Weil dieses Rennen hat mich früher immer frustriert, weil ich oft verloren habe. Aber das werden wir beim nächsten Mal sehen. Beim nächsten Mal geht es hier weiter bei Banjo und Kazooie. Pfiat euch!